Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen auf Seite der Zombies in einer schon etwas weiter vorgerückten Runde als All-Star. Mal gucken, ob wir hier den Pflanzen zusetzen können. Ja, ich habe jetzt fast einen Monat lang nicht gespielt. Bin einfach nicht dazu gekommen. Und ja, ist ganz schön krass jetzt hier alles. Ist wieder irgendwelche Pflanzen zu vernichten. Und hier leckt's gerade rum. War nicht so geil. Ich nehme ein. Aber da gut, da war die Erbse. Nein, das war der Luftschlag von Deppy Dave. Huhu. Na, da kann ich natürlich nicht viel gegen machen. Und ich sehe gerade, ich muss eigentlich mit dem Baseballstar spielen. In der Aufnahme wechseln. Hätte natürlich was. Wenn ich auch hier meine Quests vollenden könnte. Da fliegt ein Zombot. Hier oben, da ist ein Kaktus. Tötet ihn, den Kaktus. Jawohl. Schön, jetzt wieder hier rein. Andale. Ja, aber auf der falschen Seite, mein Freund. Oh, Kirschen. Aber wir haben es trotzdem eingenommen. Und hier haben wir die Erbse abgeräumt. Und die müssen wir... Jawohl, die haben wir auch noch gekriegt. Der Adi hat uns aber auch gekillt. So, erledige 5 Schnapper mit dem Baseballkanone. Okay, naja, nö, jetzt nicht. So. Auf zum Schloss. Das ist ja immer der Engpass, würde ich mal sagen. Immer das Schwierigste an der ganzen Sache hier. Da oben stehen sie schon wieder und setzen mich in Brand. Aber ich versuche mal jetzt hier schnell nach vorne und schon mal ein bisschen was einzunehmen, weil es ist jeder Zentimeter wichtig. Oh, 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 oh. Hallo. Ach, ja gut, die waren so gleich mit 2 Erbsen unterwegs. 3 Erbsen sogar, ich sehe da hinten noch eine. Dann mache ich als einzelne All-Stars ja auch nicht so sonderlich viel, ne? Okay, versuch mal auf der anderen Seite lang zu laufen. Aber es wird aggressiv verteidigt, das gefällt mir. Es macht das Spiel interessanter. Hier vorne sehe ich auch schon wieder eine Erbse. Und hier müssen wir ja eigentlich bei dem hier auf resistente Zombies setzen. Und hier vernünftige Klos beschwören. Komm, was müssen wir? Ja, beschwör was Vernünftiges. Ja, ein Heilzombie hier, super. Das war jetzt nichts so Vernünftiges. Da oben ist ein Schnapper unterwegs. Und hinein ins Vergnügen. Hier ein bisschen Schutz für die anderen, wenn sie denn dann runterkommen. Naja. Aber wir nehmen einen, das ist gut. Hier ist auch jetzt der Weg frei und der Teleport steht. Das ist immer eine gute Sache. Wir nehmen echt einen, das ist gut. Die Pflanzen haben keine Chance. So, einmal hier rüber gejumpt. Und ein Wicht in den Garten. Noch eine Tackling. Noch eine Pflanze erledigt. Und glaub, in den Garten. Jawohl, ich nehme ein. Oh, ich hab's überlebt.
Und ich habe das Ganze sogar eingenommen. Perfekt. Auch wenn ich jetzt draufgegangen bin. Mit dem Godur, der mich mit seinem Revolver vernichtet hat. So. Einfach nach vorne. Der nächste Garten gehört uns. Da ist auch schon wieder der Erbsenagent unterwegs. Von dem lasse ich mich aber jetzt gar nicht ablenken. Ich werde hier weiter unten lang gehen. Und ich bin tot. Na super. Danke, Telefon. Nee. Tja. Weiter, weiter. Immer weiter nach vorne laufen. Da war ein Kaktus. Na, und drüber gejumpt. So, hier schießen sie jetzt auf mich. Aber das Ganze ja, ein bisschen was eingenommen habe ich. Und darum geht's ja in dem Spiel, nicht wahr? Weiter nach vorne. Ich finde, der Torwart da hier, der macht relativ wenig... Relativ wenig Schaden. Oh, wir sind mehrfach in der Überzahl. Ich wusste gar nicht, dass man da drauf springen kann. Das heißt, alles andere als ein Sieg wäre hier ziemlich peinlich. Eine Vorlage. Kommt, Leute, wir sind so viele mehr als die Pflanzen. Wir müssen das hier rocken. Ja, der Teleport steht wieder, sehr gut. Hinein ins Vergnügen. So, laufen wir jetzt mal hier lang und hier nach unten. Und stellen hier mal so ein Teil hin. Und hier auch. Oh, ich habe eine Mine auf mir drauf. Das ist ja sehr angenehm. Irgendwas hat mich eingeschleimt. Einfach mal wild in die Gegend schießen. Wir haben das Ganze eingenommen, Leute. Wir haben das Ganze eingenommen. Auch wenn der Zombo mich hier Platz gemacht hat. Mit seiner Feuererbse. Yippie-yay-yay. Zack. Normalerweise bin ich ja nicht jemand, der nach hier... Oh, da kommt direkt der... Oh, er hat's überlebt. Aber jetzt nicht mehr, mein Freund. So, haben wir noch Heilzombies? Wir haben Heilzombies. Heile mich, mein Freund. Die böse Erbse hat mich kaputt gemacht. Da ist noch eine böse Erbse. Erzfeind bezwungen, jawoll. Uah! So, und jetzt brauche ich schon wieder einen Heilzombie hier. Aber das war zu spät. Die Flachskanone hat mich erwischt. Wer hat die mich denn erwischt da unten? Ja, das will ich jetzt echt mal gerne wissen. Kann die so weit nach unten schießen? Das ist ja was, hör mal. Eine Flachskanone. Die da muss das gewesen sein. Ich räche mich jetzt mal an der Flachskanone. So.
So. Weg mit dir. Ich höre einen Schnapper. Da ist er. Kam, jawohl, ich wusste, dass der nicht mehr viel entgegenzusetzen hat. Oh nein, das Stachelkraut. Und hinter mir ein Droh. Ah nein, das kann ich nicht überleben. Und noch ein Stachelkraut. Das war ein Scheiß jetzt hier. Mann, Mann, Mann. Da hat er aber jetzt hier ordentlich was hingelegt. Auch wenn mich der Zombie noch geheilt hat. So, einfach hier in die Mitte durch. Einfach hier so durchrushen. Wow. Eine Bohne. Und hier zack, rein und... Mir ganz egal, ob ich hier angeschossen werde. Ich mache, jeder Schaden zählt bei der Sonnenblume. Ja. Yeah. Haha. Und da fliege ich in mein Verderben. Hier noch ein paar Zombies mitnehmen. Hier Zeitungszombies. Und hier Zombies, die Zombies schneller machen. Lalala. Wir versuchen mal hinten rum. Durch den Rückausgang reinzukommen. Hier wird auch schon wieder gekämpft. Komm, Junge, ich werde dich wiederbeleben. Komm. Ja, ja, da hinten wird gekämpft. Ah, der Schnapper. Aber der müsste jetzt ja eigentlich von dem Kollegen jetzt ja platt gemacht werden. Naja. Aber ich habe ein bisschen Schaden, habe ich machen können. Aber es sieht schlecht aus für uns Zombies. Was ziemlich... Da sind wir immer noch in der... Nein, wir sind... Jetzt sind wir ebenbürtig mit den Pflanzen. Ansonsten wäre das jetzt ziemlich peinlich gewesen, glaube ich. Aber wohl momentan... Geht's hier und hoch her. Da war eine Bohne, glaube ich. Ja, eine Sombrero-Bohne. Die habe ich nicht kommen sehen, Leute. Aber es geht noch. Noch 16, 15 Sekunden. Die Mega-Blume ist fast hin. Das kann noch gut gehen. Kommt, Leute, strengt euch an. Macht noch einen ZPG-Schuss oder sonst irgendwas. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr reinschaffen. Wir können hier schnell noch einen Zombie beschwören für Punkte. Und wir haben es nicht geschafft, Leute. Wir haben es nicht geschafft. Ah, tragisch, tragisch, tragisch. Oh nein! Ja, 9000 Münzen. Ja, dafür, dass wir erst in den am Ende der Docks erst reingekommen sind und 16 Abschüsse, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Wir machen mal ein Pack auf. Hier so ein Zomboss-Rache-Pack. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Ein Sternüberspringer und Heilzombies und Sargzombies. Sehr gut, das will jeder Zombie-Spieler sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Plants vs. Zombies. Bis dahin, have fun, euer Carly. Tschüss! Yeah.